Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In meinem heutigen Video werde ich das allererste Mal in meinem Leben Wein trinken. Und zwar diese schöne Flasche hier. Also die Flasche habe ich mir nicht selber gekauft, die habe ich letztens im verschlossenen Zustand auf einem S-Bahnhof gefunden. Und da habe ich gedacht, ich nehme sie einfach mal mit und mache daraus ein neues Video. Und ihr seid jetzt live dabei, wenn ich das allererste Mal Wein trinke. Und ich lese euch mal ein bisschen was draus vor. Also das soll ein trockener Rotwein sein, hergestellt in Italien. Die Flasche ist 750 Milliliter groß und der Wein soll 12,5% Umdrehung haben. Na dann schauen wir mal, was das bringt. Ich öffne die Flasche. Oh. Dafür habe ich ein bisschen Muskeln. Jetzt kippe ich sie in dieser Tasse hier. So, das hier ist der Rotwein. Und ich probiere es einfach mal. Boah, also mein Geschmack ist es überhaupt nicht. Ob ich es schaffe, diese Tasse auszutrinken? Ich glaube eher nicht, aber ich probiere es einfach mal. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich vom Wein rülpsen muss. So, ich probiere einfach mal weiter. Also eins ist sicher, mein Geschmack ist es definitiv nicht. Zum Glück habe ich mir nur erstmal die Tasse voll gemacht. Was ich mit dem Rest des Weins in der Flasche noch mache, weiß ich noch nicht. So, ein bisschen habe ich schon was weggetrunken. Zwar nicht sonderlich viel, aber immerhin. Also den Geschmack habe ich mir deutlich anders vorgestellt. Boah, das Zeug ist ja so bitter. Also freiwillig würde ich so ein Zeug nie wieder trinken wollen.
Aber ein paar gute Rülpser kommen da anscheinend auch mit raus. Boah. Ich glaube, ich werde es nie im Leben schaffen, diese Tasse auszutrinken. Vielleicht seht ihr das mal jetzt, wenn ich den so ein bisschen so halte. Also da steht mir noch ein ordentliches Stück bevor. Aber ich glaube, das werde ich jetzt nicht mehr austrinken. Von dem Zeug wird mir schon übel. Ich glaube, ich stelle das mal hin und breche das Video an dieser Stelle einfach mal ab. Oder? Ach, ich probiere noch einen Schluck. Nee, das geht echt nicht. Also eins habe ich jetzt gelernt, Wein ist überhaupt nicht mein Geschmack. Und an dieser Stelle beende ich jetzt mal das Ganze. Ich werde das Zeug nie wieder anrühren. Okay, mit so einem Rülps habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenigstens hat der Wein für ein paar gute Rülpser gesorgt. Und vielleicht gibt es nächstes Mal ein Rülps-Video, vielleicht auch nicht. Da schauen wir mal einfach. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.